Vor wenigen Stunden war die Pressekonferenz von Huawei und dort haben sie das Mate 20 Lite vorgestellt. Anlangen hat man es noch nicht können. Wir haben in der Stadt in Mitte in Berlin einen Promostand gefunden. Die haben uns netterweise in die Hand gedruckt, wo wir jetzt anschauen können. Und die Frage ist, was kann es? Es kann recht viel, es hat 4 GB RAM. Das ist okay. Das ist jetzt nicht irgendwie top of the line oder so irgendetwas. 64 GB RAM internen Speicher. Ein anständiger Bildschirm wiegt 172 Gramm mit Akku. Es läuft aber auf dem Kirin 7C. Aktuell ist der Kirin 980. Der ist jetzt heute Nachmittag vorgestellt worden. Gut, wir haben natürlich einen ganz kurzen, ultrakurzen Test von dem Ding gemacht. Steffi hat die Kamera getestet. Ich kann sagen, es reagiert relativ gut. Es liegt recht gut in der Hand. Die zwei Kameras sind aber keine Leica-Kameras, wie wir es beim P20 Pro haben. Das merkst du auch. Also das merkst du die Bedienung sofort. Die Bildübertragung ist nicht so der Burner. Du siehst, mir und Leute haben so einen komischen Gelstich im Gesicht. Wo es aber gut ist, ist bei Makroaufnahmen, sagt Steffi. Wenn du reinzoomst, dann verlumpt das Bild sofort. Aber alles in allem solid. Hinten dran haben wir eine 20-Megapixel-Kamera und eine 2-Megapixel-Support-Kamera. Vorne dran haben wir eine 24-Megapixel-Selfie-Cam. Da ist das Original-Footage vom Huawei Mate 20 Lite. Porträtmodus, AR-Objektiv, der Blendenmodus. Jetzt haben wir F4.0 und wir können runter bis auf 0.95. Ja, ich bedanke mich auch. Ja, wenn du Blinden abschraubst, dann tut er da. Sorry, ist die errechnet? Sie da ist völlig unscharf. Ihm sein T-Shirt ist wieder scharf. Die Fahne da hinten ist wieder scharf. Ist doch alles gerechnet. Das hat nichts mit Fotografie zu tun. Ich meine, es ist clever gerechnet, da gebe ich zu, weil die Ränder sind recht gut gemacht, aber das sind nicht Google Maps, also Google Street View Foto, die ich da produziert habe. Alle Menschen sind zensiert. Alles anders gestochen scharf. Ja, und damit ist schon klar, für wer das Phone gemacht ist. Das Phone ist gemacht für Leute, die nicht so viel Geld haben. Testing! Wo Generation Selfie ist, Schüler, Teenies, für die ist das Phone gemacht. Weil sonst stellt sich die ganz grosse Frage, wieso gibt es das Phone? Es ist auch angekündigt worden, ungefähr in einem Monat wird es dann das Mate 20 geben. Und wenn auch nur die Hälfte der Gerüchte stimmt, die draußen ist, wird das ein absolutes Hammerphone. Stellt sich die Frage, wieso gibst du denn da? Wieso machst du ein Phone, wenn es in einem Monat eh obsolet wird? Ganz einfach, wenn du eine andere Zielgruppe hast. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ah ja, genau, es hat einen Notch. Es hat einen recht brutalen Notch, also so, da. Da ist ein 3,5 mm Audio Jack. USB-C, ein Speaker. Und ich vermute, dass der hier oben auch ein Speaker wird funktionieren, sobald wir Audio drüber laufen lässt. Da unten hast du eine griffigere Kante. Und sonst unterscheidet sie sich eigentlich in ganz wenig einfach von einem normalen Standard-Handy, wie man es heute so kennt. Weil es erfindet jetzt nichts neu, es macht alles, was es macht, ziemlich gut, soweit ich das gerade beurteilen kann. So auf den ersten Blick, es reagiert recht fix und ja, da ist das Mate 20 Lite. Und so gern ich das auch gern hätte, ich warte auf das Mate 20 Pro. Es ergibt für mich, für einen User wie mich, ergibt keinen Sinn, um sich das zu kaufen. Da? So, wir gehen jetzt irgendwie zu Nacht essen oder so etwas. Sicher? Kannst du... Kann ich dir noch so wie quasi noch mal zeigen? Ja, vielleicht. Okay.